Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema drei Sachen, die mich echt an Animes anpissen und ankotzen. Wirklich, jeder von uns kennt es wirklich. Es gibt, wir lieben Animes, wir lieben Mangas, aber es gibt manche Sachen, wo wir echt denken, ist das dein Ernst? Und ja, also reden wir nicht mehr so viel und fangen einfach mal an. Das erste, was mich ankotzt, Logikfehler. Ihr kennt es wirklich, sie reden im Anime. Ihr denkt euch, cool, ihr könnt alles noch mitverfolgen, alles passt. Bis auf einmal wirklich der eine irgendwas sagt, beispielsweise er redet irgendwas von einem Käsebrot, nehmen wir mal an, einfach von einem Käsebrot redet der eine, redet der andere irgendwie von einem Schinkenbrot. Okay, dann ist das Problem. Irgendwie ist dann ein großer Logikfehler drin, weil irgendwie hat das Käsebrot ja nichts mit dem Schinkenbrot zu tun, also von daher sind wir erstmal verwirrt und dann später geht's weiter. Irgendwann ist ganze Zeit noch der Logikfehler drin. Irgendwann verschwindet der Logikfehler. Okay, ich hab's noch nicht kapiert. Das ist wie beispielsweise Maidsummer. Nehmen wir Maidsummer, ist ein gutes Beispiel. Takumi fällt, nein, unsere liebe Maid fetzt fast gegen diese eine Stange vom Volleyball-Ding. Und Takumi fängt sie. Was das Witzige daran jetzt ist, also er schafft es, dass sie sich nicht anstoßt, dagegen stoßt er sich an. Das Witzige daran ist, jetzt kommt der Logikfehler, nämlich, denn auf einmal wackelt der Stuhl des Bademeisters. Und ich frage mich, was hat das eine mit anderen zu tun? Denn man sieht, es ist ein Meter, weil es ist ein Meter maximal bestimmt entfernt von der Volleyballstange. Und der Bademeister-Ding. Und sie sind ja gegen die Volleyballstange geknallt, nicht gegen den Bademeisterstuhl. Und der Bademeister fetzt sowieso fast runter. Ein großer Logikfehler, wo ich mir denke, what the fuck? Ja. Okay, kommen wir zum zweiten Sache, was mich wirklich ankotzt. Und ich glaube, das wirklich kotzt viele an, weil ich mir da auch immer denke, warum macht ihr sowas? Beispielsweise Anno. Nein, das war nicht Anno Hanna. Anno Hanna. Irgendwas mit Anno. Ich habe den so lange nicht mehr angeschaut, dass ich ihn nicht mehr weiß. Egal. Es passiert bei mehreren Sachen so, wirklich. Es ist bei mehreren Animes so. Beispielsweise bei Maidsummer ist es auch so. Der Anime, ich habe ihn angeschaut, dachte mir so, geil. Mein Cousin hat ihn mir empfohlen, ich habe ihn angeschaut, ich habe ihn geliebt. Weil ich so wirklich die Phase hatte Shoujo-Animes. Derzeit immer noch, aber wirklich, wirklich komplett Shoujo. Dann wirklich eine Staffel habe ich mir komplett angeschaut, dachte ich mir so, cool, vielleicht kommt eine zweite bald raus. Mein Cousin so, nee, das war schon lange. Ich google nach, es kam in Japan nicht gut an, deshalb gibt es keine zweite Staffel. Das heißt, ich hatte das Problem, weil der Manga und der Anime ja schon so alt ist, ich ihn aber gefeiert habe, nicht wusste, wie es weitergeht, muss ich sicher irgendwie schaffen, die Manga zu lesen. Ich hatte aber noch im Hinterkopf, meine eine Verwandte in Polen hat diesen Manga komplett. Ich habe es gehofft noch, dass ich mich richtig erinnert habe. Ich war in Polen, konnte mich richtig erinnern, habe die Mangas jetzt hier und lese sie derzeit. Ja, das ist etwas, was mich einfach nur ankotzt, weil, hallo, du schaust dir ein Anime an und dann irgendwann mal hört er auf und du darfst den scheiß Manga kaufen. Obwohl der Manga eigentlich auch cool ist. Aber was einfach der Scheiß daran ist, weil du warst jetzt in einem drinnen und dann musst du wieder zum anderen da und oh, warum macht ihr sowas? Macht doch einfach irgendwas komplett zu Ende und dann seid ihr glücklich, wir sind glücklich und keiner ist mehr angepisst. Und vielleicht, wenn der Anime uns richtig gut gefällt, weil sie verdienen ja weniger mit dem Anime als mit dem Manga. Aber vielleicht, wenn der Anime uns richtig gut gefällt, müsst ihr vielleicht so denken, Anime-Macher. Vielleicht kaufen wir uns dann den Manga trotzdem, weil der Anime uns einfach so gut gefallen hat. Beispielsweise wie bei mir das mit Assassinated Classroom war. Mhm. Tja, sie machen es nicht, aber wir können ja nur hoffen. Und das Dritte, was mich wirklich ankotzt, als Kind hat es mich einfach mal gar nicht gestört. In One Piece, Naruto und so stört es mich gar nicht. Doch, Naruto, die neuen Folgen, da stört es mich komplett. Ich könnte den neuen Synchronsprecher umbringen von Naruto. Boah, ich krieg die Krise, Alter. Ich könnte ihm wirklich einen reinschlagen, weil ich mir denke, was macht die da? Wirklich, wie ihr schon merken konntet, es geht um Synchronsprecher. Wir wissen, die japanische Synchron Sprecher sind einfach irgendwie Megatalente, weil da hast du einen Synchronsprecher, der spricht 10 Anime-Charakter, die du vielleicht kennst, aber hätte ich nie also gedacht, dass es der eine und derselbe ist, weil er
irgendwie so krass seine Stimme verändern kann, solche krassen Skills hat, dass wir das einfach nicht bemerken. Und die deutschen Synchronsprecher, ja, es gibt wirklich viele gute auch Synchronsprecher, aber es ist leider die Mehrheit, dass es wirklich viele scheiß Synchronsprecher gibt. Und ihr euch dann denkt, ist es denn ernst? Beispielsweise wirklich, in vielen Animes, beispielsweise wirklich bei Naruto jetzt am meisten, immer der gleiche. Irgendwann in Naruto Shippuden haben sie den Synchronsprecher umgeändert und ich saß einfach mal so dran. Digga, was ist mit der neuen Stimme von Naruto passiert? Es hört sich nicht an wie Naruto, es ist so für mich nicht mehr Naruto. Beispielsweise, wenn ich die Augen zumachen würde und diese Stimme hören würde, es wäre für mich nicht mehr Naruto. Es wäre für mich irgendwie wirklich ein kleiner anderer Pisser, der nicht Naruto ist. Ja. Yeah. Oder das Geilste ist auch noch, wenn sie in der deutschen Übersetzung welche Wörter komplett umändern. Beispielsweise im japanischen Anime sagen sie irgendwie so, ja, ich töte dich jetzt. In manchen deutschen Animes habe ich schon erlebt, dass wirklich sie einfach nicht sagen, ich töte dich jetzt, weil irgendwie das Wort töten zu schlimm ist. Sie sagen einfach, ich vernichte dich. Ja, okay, gut, im Japanischen war es töten, im Deutschen ist es jetzt vernichten, aber ist mir auch scheißegal. Aber was schlimmer halt daran ist, dass sie da so komische Cuts reinsetzen oder so halt so richtig krass den Anime verschandeln, wo ich mir denke, das könnt ihr dem Anime nicht antun. Sie tun einfach Blut rausschneiden. Am besten ist es wirklich bei Tokyo Ghoul. Alter, da gibt es Szenen, wo ich mir denke, hallo? Im Japanischen waren die so göttlich, wo du dir dachtest, Alter! Und in der deutschen Version geht es sogar noch, aber in der englischen Version beispielsweise, wo ich es gesehen habe, dachte ich mir, es ist komplett für den Arsch geworden. Und dann frage ich mich bitte, könnt ihr nicht einfach ein Anime so lassen, wie er war? Und nicht daran herumschnibbeln? Wäre da mal cooler? Tja. Okay, Leute. Also, das war's mit meinem heutigen Video. Mit den drei Sachen, die mich echt anpissen. Und bei dem letzten wirklich sind einfach die Sachen eher so alle wirklich alles in einem Synchro-Fail-Ding und so, alles wirklich in einem, weil einfach, es ist eine Schande. Es ist einfach nur schlimm. Es ist richtig schlimm für mich. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und was ich euch noch vergessen habe zu erzählen, auch im letzten Video ist, ich habe jetzt nach langer Zeit endlich meine Poster aufgehängt, weil wirklich, ich wollte meine ganze Poster eigentlich mal aufhängen, die ich habe. Ist mein ganzer Stolz und ich freue mich jetzt, dass sie eigentlich da hängen und ja. Ab sofort gibt es Videos mit diesen wunderschönen Postern. Also sage ich nur noch ciao.